good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming hier fürs Video und herzlich willkommen zum dritten FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Ja, ich habe meine 4 Points wieder aufgeladen oder eher gesagt, ich habe eine PSN-Karte vom Kumpel Geschenke bekommen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Bei ihm ging der Code nicht und dann habe ich den ausprobiert und bei mir ging er und dann hat er mir die einfach geschenkt. Und ja, deswegen ziehen wir hier heute nochmal für 2200 FIFA Points. Wir machen zwei Parts drauf. Bei der Hälfte machen wir ungefähr Schluss. Und wir ziehen natürlich wieder die 150er, weil die Promo-Sets sind unnötig, weil da eh keine seltenen Objekte drinnen sind. Oh ja, dann starten wir nicht so lange und fangen gleich mal an mit Eden Hazard auf den Cover. Ich muss mal hier kurz gucken, ob die Aufnahme alles läuft. Ja, läuft. Ja, okay, jo. Ersten Pack haben wir Demba Ba von, ich spreche lieber mit Beşiktaş, oh, keine Ahnung, aus der türkischen Liga, also ich kenne den Verein. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Sorry dafür. Der war am Anfang 4,14 noch richtig viel wert, aber wie die anderen Spieler halt auch. Ist ja normal. Schnell einfach für 900 mal rauf hier. Markus Berg hier hat nochmal bei Hamburg gespielt. Hier, Tage brauchen wir nicht aufstellen. Und wir haben Chemiesel-Karte, Enke. Komm, stellen wir mal rauf. Brauche ich im Moment noch nicht. Und dann noch das Spanien-Wappen. Ja, ich habe mir jetzt auch neue Trikots gekauft und ein neues Wappen, wie ihr oben links sehen könnt. Das hatte ich auch im FIFA 14. Finde ich ganz cool, deswegen lasse ich das auch einfach so im FIFA 15. Und ja, den Rest können wir hier abstoßen. Und der neue Trikot ist mir auch gekauft. Ich glaube, das dritte Trikot von Chelsea, das ist eigentlich ganz geil. Und dann auch ein drittes Trikot von Barcelona, dieses grün, hell, gelbe oder was das auch für eine Farbe ist. Nächstes Pack, Bernard. Naja, also die letzten zwei Pack-Openings will ich mich eigentlich gar nicht dran erinnern, die liefen überhaupt nicht gut, ist da was wert, ne, oder? Oh, doch, 900 werden schon drauf geboten. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Pack-Opening besser wäre, jedenfalls ziehen wir schon mal seltene Objekte hier, also seltene Spieler meine ich. Speichern wie schnell ist. MS zu ZOM. Ja, nur ein Trikot, ne. Ball, welchen Ball haben wir? Sind beide scheiße eigentlich, ne? Komm, den packen wir mal rauf, so. Oh, ich glaube, ich muss auch mal einen neuen Ball kaufen. Nächstes Pack. Diesmal ist Gonzalo Higuain auf dem Cover und wir wollen natürlich jetzt mir mal einen guten Spieler ziehen, der was wert ist. Piatti. TT Gibson. Gibson speichere ich mal wegen hier St. Patrick's Day, aber das ist noch lange hin. Den können wir mal rausstellen, hat gute Werte. Den hatte ich in meinem alten Team, glaube ich mal. 650 werden nur drauf geboten. Komm, dann machen wir das mal so. Oh, zwei Mannschaftsfitnesskarten. Gehen die eigentlich schon für eine Menge weg? Weiß ich gar nicht. Ich muss einmal kurz nachgucken. Ja, wie im FIFA 14 auch. Die speichern wir mal und wir sind jetzt über die 100.000er Grenze in FIFA 15 das erste Mal gegangen. Haben jetzt über 100.000 Münzen. Aber leider noch keinen so einen guten Spieler gezogen. Komm, jetzt muss doch mal bitte ein guter Spieler kommen. Oh, Adams Scholloy. Salai. Silberspieler war auch nicht gut. Russischer Trainer, können wir mal rausstellen. Die Schalke Arena. Aber die mag ich nicht, weil da viel zu viele Schatten drauf sind. Das wollte ich nicht speichern. Ich wollte eigentlich das speichern. Können wir auf den Transfer mal packen. Und den Rest können wir ablegen. 1604 Points haben wir noch. Den machen wir jetzt mal. Hier gehen wir mal kurz raus. Gehen jetzt hier mal rauf. So, komm. Griezmann. Gib mir was Gutes. Bitte, komm. Dante. Und Wanyama und Nastisch. Aber schon mal drei gute Spieler. Dante ist ein bisschen was wert. Können wir mal hier für 800 einfach mal rausstellen, sollen ihn drauf bieten. Also hätte ich den 414 gezogen, also Wanyama, dann war er so 20.000 Münzen wert. Jetzt leider Goldspieler, seltener Goldspieler. Und ja, seine Werte haben sich auch manchen verbessert, manche auch verschlechtert. Nastasic hat auch gute Werte als Non-Roll-In-Verteidiger.
Also für diese, für diesen Part öffnen wir, glaube ich, noch zwei Packs. 1300. Ja, ja, da öffnen wir noch zwei Packs. Ne, jetzt speichern wir noch hier. So, das können wir abstoßen. Komm, bitte, yay. Ronaldo in Form, den gibt's immer noch. Also ich nehme es hier bei in dieser Woche auf, wo Ronaldo noch in Form ist. Robert Hood, geil. Den wollte ich schon immer haben. Nicht. Oh, gerade Scores jetzt gezogen. Oh, oh, oh. Und ich weiß natürlich auch, dass da nachher da was richtig Gutes drin ist. Komm schon, ich will jetzt mal echt einen guten Spieler ziehen. Ich glaube, naja, das ist, glaube ich, waren 4-14 auch schon nichts wert. Das aktivieren wir natürlich. Und ja, können wir abstoßen. Letztes Pack. Für diesen Part, für dieses Pack-Opening. Ah ne, wir öffnen das Gratis-Pack dann noch. Okay, dann öffnen wir zuerst das Gratis-Pack. Oh, jetzt bin ich ganz rausgegangen. So. Ein seltenes Objekt ist drin. Ich hoffe natürlich, dass es ein Spieler ist. Nö. Salah Cruz, den hatten wir schon im ersten Pack-Opening. Geil. Auswärtstrick. Oh, das sieht nice aus. Das denke ich, das ist glaube ich auch ein bisschen was wert. Können wir mal raufstellen. Chemistik-Karte. So, und das speichern wir mal. Verträge und Fitnesskarten. Kennen wir ja alle schon, dass wir die schnell speichern und den Rest legen wir ab. Letztes Pack jetzt also. Eden Hazard. Eden Hazard. Nose Pack, komm. Oh. Pelé. Geil. Den haben wir schon hier letztes Pack Opening gezogen. Pelé. Aber nicht den gleichen, sondern einen anderen Pelé. Aber auch nicht die Legende. Weil ich auf der PS4 zock. Mann, Mann, Mann. Fitnesskarten hier schnell nochmal speichern. Dann war es das schon von diesem Part. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Obwohl wir ja, wir haben uns schon gesteigert mit diesen Packs. Den Rest können wir ablegen, die sind nichts wert. Also wir haben schon mal bessere Spieler gezogen, was eigentlich ziemlich nice ist. Und ja, ich nehme hier gleich den nächsten Part hintereinander auf. Aber für euch ist jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und vergesst den Daumen nach oben bitte nicht. Also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.